Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Ja, ihr kennt mich ja mittlerweile schon. So, eine letzte Sache zu den Rendern, bevor wir uns dann das Modell ansehen, stelle ich euch in diesem Video vor, und zwar Width und Height. Und das sieht folgendermaßen aus. Hier haben wir unsere Box in unserem Browser drin und ich möchte jetzt, ich zeige es euch nochmal, den Inhalt, also wirklich den Text selber, den möchte ich in seiner Größe definieren. So, und das kann ich folgendermaßen tun. Ich schreibe rein Width, das ist die Breite und den möchte ich, sagen wir mal, auf 400 Pixel beschränken. Der ist zurzeit breiter und das sieht dann so aus. So, und ihr seht jetzt, und jetzt ist er eben genau 400 Pixel breit. Und zwar nur der Inhalt, also von sozusagen dem ersten Pixel von der Schrift bis zum letzten Pixel. Na, hier in der dritten Linie sieht man es am besten. Ja, so breit ist er jetzt. Das ist die eine Sache, die ich machen kann. Und dann möchte ich das Ganze in der Höhe anders haben. Und dann sage ich zum Beispiel, der soll mir auch 400 Pixel in der Höhe sein. Und jetzt ändert sich das Ganze folgendermaßen. Ich habe jetzt also einen Kasten. Und da ich natürlich nicht genügend Text dafür habe, macht er mir den Rest leer. Das kann für die Gestaltung sinnvoll sein. Normalerweise wird man, wenn man einen Text hat, wird man den Inhalt unangetastet lassen und wird stattdessen, um hier unten so ein freies Feld zu erzeugen, wird man den Innenabstand verändern. Also Padding Bottom müsste man dann nehmen. Aber die Möglichkeit existiert auch, ne? Beachtet bitte, dass hier jetzt dieser ganze freie, das ganze freie Feld, das ist jetzt, gehört jetzt noch zum Inhalt dazu und ist nicht dieses Padding. Gut, und das kann ich verändern. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, solche Abstände zu verändern. Und dazu nehme ich mir jetzt erstmal das Margin ganz raus. Das kann ich auch machen, indem ich sage, der Außenabstand sind 0 Pixel und beim Padding mache ich jetzt auch mal 0 Pixel, damit ihr das dann ganz genau seht, was passiert. Und jetzt zeige ich euch das Ganze erst nochmal, wie das aussieht. Wenn ich alles raus... Ah, Moment, ich habe nicht abgespeichert. So, jetzt sitzt er ganz vorne dran und hat nur 400 Pixel Breite und ich gehe jetzt hin und sage, die Breite soll, sagen wir mal, 30% betragen, 30% von der Breite des Browserfensters. Und jetzt gehe ich hier rein und lade das nochmal. Ah, abspeichern sollte man. Lade das Ganze nochmal und jetzt seht ihr, hat er mir ein Textfeld gesetzt, ein Inhaltsfeld gesetzt, was 30% von dem Browserfenster entspricht. Und wenn ich das jetzt kleiner mache, dann seht ihr, verändert sich die Breite von dem Inhaltsfenster mit. Das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Na, das sollte man vorsichtig mit umgehen, aber so wird natürlich dann auch veranlasst, dass bestimmte Elemente, dass die sich dann zusammenschieben, wenn man das Fenster von dem Browser verändert. Ne? Und wenn ich das jetzt mal ganz breit mache, ich ziehe das jetzt mal weit über den Rand hinaus, ungefähr nochmal um 2/5 habe ich das jetzt länger gemacht, als das hier reinpassen würde in das Videofenster. Und dann wird natürlich auch der Block entsprechend breiter. So.
Bei der Höhe kann ich das nicht machen. Das ist aber auch klar, weil die Höhe, die definiert sich eben durch die anderen Elemente und da kann ich nicht mit einer Prozentzahl ankommen. Gut, so sieht nicht schön aus, deshalb lösche ich das Ganze jetzt nochmal. Aber so habt ihr eine Möglichkeit, das eben auch relativ zu verändern. Gut, Width und Height kann ich auch bei anderen Elementen verwenden. Denkt da so ein bisschen dran, wenn ihr dann mit irgendwelchen Designproblemen zu tun habt, dass ihr eben auch die Möglichkeit habt, relative Größen zu definieren durch die Prozentangabe, beziehungsweise auch absolute Größen, indem ihr Pixel angebt. Letzte Sache, die zeige ich euch auch noch. Ihr könnt auch Zentimeter angeben, wenn ihr sagt, Pixel ist mir zu doof. Und dann könnt ihr sagen, ich möchte das 10 Zentimeter breit haben. Und dann gebt ihr statt PX, gebt ihr hinten ZM an, CM an. So. Und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Ne? Also das weiß jetzt nicht, müsste man jetzt ein Lineal anlegen, ob das tatsächlich 10 cm breit ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ich habe jetzt mein Geodreieck mal dran gelegt. Sieht gut aus. Also ist zumindest nicht ganz dicht dran. Okay, so, das war's für in diesem Video. Beim nächsten Mal schauen wir uns ganz allgemein das Modell an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.